längst mit Kraft und Rat. Komm, weise uns der Klugheit Pfad. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, es ist der 19. Dezember, schon ganz nahe am Fest der Geburt Christi sind wir. Der Herr wird kommen. Er lässt nicht auf sich warten. Es wird keine Angst mehr sein in der Welt, denn er ist unser Heiland. Das ist der Eröffnungsvers der Heiligen Messe heute. Und wir wenden uns dem menschgewordenen Sohn Gottes zu und genauso auch seiner jungfräulichen Mutter Maria. Sie wird auch immer genannt, wenn wir das Schuldbekenntnis beten. Wir bekennen nicht nur dem allmächtigen Gott, sondern auch Maria, es wird extra genannt, und allen Engeln und Heiligen, dass wir sündigen und dass wir ihre Fürbitte brauchen. Herr Jesus Christus, Mensch gewordener Sohn Gottes, erbarme dich unser. Erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, geboren aus der Jungfrau Maria, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, Mensch geworden, um uns zu erlösen, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, durch die Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria hast du vor der Welt deine Herrlichkeit offenbar gemacht. Lass uns das unfassbare Geheimnis der Menschwerdung in unverfälschtem Glauben bewahren und in liebender Hingabe feiern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Richter. In jenen Tagen lebte in Zura ein Mann namens Manoach aus der Sippe der Daniter. Seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Der Engel des Herrn erschien der Frau und sagte zu ihr: Gewiss, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du sollst schwanger werden und einen Sohn gebären. Nimm dich jedoch in Acht und trink weder Wein noch Bier und iss nichts Unreines. Dann siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Es darf kein Schermesser an seine Haare kommen, denn der Knabe wird von Geburt an ein gottgeweihter Nazirea sein. Er wird damit beginnen, Israel aus der Gewalt der Philipper zu befreien. Die Frau ging und sagte zu ihrem Mann: Ein Gottesmann ist zu mir gekommen. Er sah aus, wie der Engel Gottes aussieht. Darüber furchterregend. Ich habe ihn nicht gefragt, woher er kam. Er hat mir auch seinen Namen nicht genannt. Er sagte zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Trink jedoch keinen Wein und kein Bier und iss nichts Unreines, denn der Knabe wird von Geburt an ein gottgeweihter Nazirea sein, bis zum Tag seines Todes. Die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simon. Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Dann aber begann der Geist des Herrn, ihn umherzutreiben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
O Adonai, du starker Gott, du gabst dem Mose dein Gebot auf Sinai im Flammenschein. Streck aus den Arm, uns zu befreien. O Spross aus Isais Wurzel, gesetzt zum Zeichen für die Völker. Komm und errette uns, erhebe dich, säume nicht länger. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon im vorgerückten Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen, und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken, und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das alles wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können,
bis zu dem Tag, an dem das alles eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing Elisabeth einen Sohn und lebte 5 Monate lang zurückgezogen. Sie sagte: Der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, 2 Dinge höre ich heraus aus der Botschaft, die wir gehört haben. Das erste, es ist herauszulesen aus der ganzen Bibel, dass große Ereignisse immer Vorboten haben. Dass etwas Großes, das kommen wird, schon angekündigt wird. Wir haben es in der Lesung gehört, die Ankündigung der Geburt des Simson. Der Simson war dann der, der mit starker Hand und mit starkem Arm die Feinde, die Philister von dem Volk Israel immer wieder vertreiben konnte. Bei Johannes dem Täufer, der eben auch angekündigt wurde von dem Engel, da wissen wir, dass er ungefähr dasselbe tun musste. Er musste das Böse ansprechen und vertreiben sozusagen. Er ist der große Bußprediger geworden am Jordan und hat die Leute gleichsam in den Jordan, in das Wasser hinein gezwungen und gesagt: Da lasst eure Sünden drinnen und kommt als neue Menschen heraus. Seid Menschen, die neu werden, weil sie befreit sind von der Altlast der Sünde. Ein zweites: Engel werden immer wieder auch genannt. Engel sind Boten Gottes. Sie sind auch Geschöpfe, so wie der Mensch, aber ohne Körperlichkeit, sondern eben reine Geistwesen. Und diese Engel haben immer wieder Botschaften den Menschen zu bringen und haben auch eine Eigenständigkeit. Es fällt einem auf, dass dieser Engel Gabriel, der ja später auch zu Maria gekommen ist und ihr die frohe Botschaft gebracht hat, dass dieser Gabriel, als er dem Zacharias erscheint, auch die Vollmacht hat, ihn in die Schranken zu weisen, weil Zacharias ihm nicht recht glauben wollte, weist er ihn in die Schranken und sagt: So wirst du stumm sein. Eine Zeit lang, bis das geschieht, was ich dir angekündigt habe. Und so ist es geschehen. Das war sicher nicht der Auftrag, den er hatte von Gott. Der Auftrag war, ihm die Botschaft zu bringen. Aber die Reaktion, die der Zacharias gezeigt hat, auf diese Reaktion reagiert wiederum der Engel
aus eigenem Antrieb und kann es auch und kann sagen, so, das hast du davon, dass du mir nicht geglaubt hast. Jetzt wirst du stumm sein, aber es wird eine begrenzte Zeit sein. Es ist nicht eine Strafe für immer, sondern begrenzt, du wirst stumm sein. Du wirst also nicht reden können, weil du die Botschaft, die gute Botschaft nicht annehmen wolltest, wirst du auch keine Botschaft geben können mit deinem Mund, bis zu dem Zeitpunkt, da alles geschieht, was ich dir gesagt habe. Und genauso war es, als Johannes der Täufer geboren war, aus dem Mutterschoß Elisabeths, und als es darum ging, welchen Namen er bekommen soll, da hat er auf einmal wieder reden können. Johannes ist sein Name. Es ist eine begrenzte Zeit gewesen, die ihm zeigen sollte, du musst auf Gott hören. Und wenn du das nicht tust, dann bist du selber einer, der gehemmt ist, der keine Botschaft weitergeben kann. Ob wir nicht da auch für uns etwas herausnehmen können, dass wir die Botschaft Gottes, die wir Sonntag für Sonntag hören, dass wir die auch annehmen. Und wenn wir sie nicht annehmen, richtig in unserem Herzen, dann können wir sie ja auch nicht weitergeben. Und das sollten wir aber. Wir sollten Menschen sein, die Boten sind, Boten Gottes, so wie die Engel es sind. Boten der frohen Botschaft, wir sind erlöst. Gott hat uns den Erlöser gesandt. Welch freudige Nachricht, welch freudiges Ereignis dürfen wir doch jetzt feiern. Jetzt in den Tagen vor Weihnachten und dann zu Weihnachten, wo wir dieses Fest feiern, dass Gott ein Mensch wird, dass Gott unser Gewand anlegt und dass er in diesem Menschengewand uns erlöst und hinführt zum Vater. Es sind so große Dinge, die da geschehen und die wir zu verkünden und zu leben haben, wenn wir es doch mehr und mehr tun würden. Mit Freude Christ sein, mit Freude am Glauben, den wir auch zeigen wollen. Sowohl den Glauben als auch die Freude darüber. Es geht nicht um Weihnachten, nicht um die Geschenke und um das Fest und um das Rundherum, sondern es geht um etwas Inneres. Es geht darum, ob die Botschaft Gottes bei uns ankommt und etwas bewirkt. So wie damals es die Botschaft viel bewirkt hat, Großartiges, eben die Menschwerdung Gottes, so soll in uns auch dieses Fest bewirken, dass wir diese Botschaft nicht nur annehmen, sondern in Freude leben, in Freude auch mitteilen den anderen. Wollen wir es tun zu Weihnachten? Wollen wir zusammenkommen? Nicht nur, weil es so der Brauch ist, sondern weil wir zusammen sein wollen, wenn wir die Botschaft hören, weil wir zusammen gehören, dadurch, dass wir die Botschaft auch annehmen und daran glauben. Zu Christus, den der Täufer uns verkündet hat, als den Richter und Retter aller Menschen,
zu ihm lasst uns beten. Wir beten für alle Paare, die ein Kind erwarten, dass sie zuversichtlich in die Zukunft gehen können. Herr, höre unser Gebet. Herr, höre unser Gebet. Wir beten für alle Paare, die gern Kinder hätten, aber keine bekommen können, dass sie nicht verzweifeln, sondern Hoffnung finden im Glauben an dich, den guten Gott. Herr, höre unser Gebet. Herr, höre unser Gebet. Wir beten für alle Familien, dass sie eine Kirche im Kleinen werden und dich in ihrer Mitte wissen. Herr, höre unser Gebet. Herr, höre unser Gebet. Wir beten für alle Familien, die aufgrund von Krieg und Vertreibung getrennt wurden, dass sie in Frieden wieder zusammenfinden können. Herr, höre unser Gebet. Herr, höre unser Gebet. Wir beten für alle Paare, deren Kind gestorben ist, dass sie im Trost finden in ihrer schweren Trauer. Herr, höre unser Gebet. Herr, höre unser Gebet. Wir haben noch Messern liegen. Familie Groß-Eder für verstorbene Mutter und Oma und Maria Heider für verstorbene Brüder und Ziehtochter Irmi. Herr, höre unser Gebet. Denn dein Kreuz ist uns Zeichen der Erlösung, die der Vater uns bereitet hat. Ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. O Wurzel Jesse, Jesus Christ, ein Zeichen aller Welt, du bist das kein Heil verspricht. Säume Riesen. Bist du Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, schau gnädig auf die Gaben, die wir auf deinem Altar gelegt haben. Wir schwache Menschen bringen sie dar. Heilige du sie durch deine Kraft, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr,
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt. Das wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns
vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Wir wollen ihn bitten, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für die empfangenen Gaben und bitten dich, reinige unser Herz und schenke uns Verlangen nach dem kommenden Heil, damit wir in der rechten Weise das Fest der Geburt unseres Erlösers begehen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Danks.